Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt an meinem Herzen von Europa, meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Brandneu von 2021, die Kobi 1928 Titanic-Maßstab 1 zu 450 in der Executive Edition. Das ist die für mich. Standard langt mir nicht. Ich brauche Executive. Business Casper. Ich komme. Hervorragend, da steht sie. Ich habe sie mit euch gestern Abend live gebaut. Mein Twitch-Kanal ist ja dienstags Heimatstätte des Baum mit dem Helden. Und wir haben es zusammen gebastelt und ich hatte gefragt, wollt ihr es gleich sehen am nächsten Tag? Ja. Und gucken wir es uns doch gemeinsam an. Ich hoffe, ihr habt Freude. Das ist die Box. Executive Edition. Es gibt sie als Standard. Das ist die 1929. 1928 ist die. 1927 ist die Limited Edition. Da ist ein Eisberg dabei und ein Captain. Ich habe euch ja auch schon die 1916 und die 1918 gezeigt. Das sind die großen bei Kobi, die Titanic-Version. Und ich habe euch die mit Eisberg gezeigt, die 1918. War auch die Limited Edition. Jetzt hat Kobi aber irgendwie beschlossen, dass Händler die Limited Edition nicht mehr bekommen. Also zeige ich sie auch nicht mehr. Aber ich halte es für eine Dämlichkeit und für einen groben Fehler. Machen den gleichen Blödsinn wie Lego. Mit irgendwelchen Sachen, die Shop-Exclusive sind und so. Unfug. Ich verstehe sowas nicht. Egal. Nicht meine Firma, nicht mein Bier, sollen machen, was sie wollen. Das hier ist jetzt eine... Es ist trotzdem ein schönes Modell. Aber ich habe Themen damit. Also zum einen kostet das Ding 70 Euro für 960 Teile. Wie ihr hier seht. Die kleinere ohne... also die Standardversion hat nur 740 Teile. Ich zeige euch gleich, was da fehlt. Und das ist schon gesalzen teuer. Hier sind keine Minifiguren dabei. Es ist alles bedruckt und es ist in Europa hergestellt. Zugegeben, das macht Kosten. Lego produziert billig in China. Die haben einfach so eine Gewinnspanne. Aber nehmen wir jetzt mal zum Beispiel das Lego Friends Ideas Set, also das Central Park. Da ist sogar eine Friends-Lizenz drauf, falls Lego für die überhaupt bezahlt hat. Das hat 100 Teile mehr fürs gleiche Geld. Mit Minifiguren, falls die wertvoll sind. Da sind nicht so aufwendig bedruckte Teile drin wie hier. Aber, also ich finde, ein 10er weniger Liste hätte es sein müssen. Finde ich. Es gibt schon Log-Angebote, die sind online sehr günstig für das Ding. Ob die jemals geliefert werden, ist ein anderes Thema. Aber, ja. Also der Preis ist schon was, da hake ich. Ja. Mal kurz die Abenteuer-Rückseite. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Einfach nur ein paar Bilder. Und ein bisschen Schwafel. Und was so los ist. Und 64 cm und so weiter. Hier, hergestellt in der EU. Das kann Lego auf seine Sets nicht schreiben. Das hat seinen Grund. Und wir haben pad-printed. No stickers. Auch sehr, sehr wichtig. Wir haben drei Bauschritte, in die ist das Ding unterteilt. Wir haben eine Anleitung dabei. Natürlich gedruckt. Kobi typisch. Habt ihr auf der ersten Seite direkt Sicherheitshinweise. Obacht geben. Es gibt Teile, die sind sehr ähnlich. Insbesondere wenn man nur Lego gewöhnt ist, hat man ein Thema, weil es hier ein bisschen anspruchsvoller ist. Das ist die Standard-Edition. Dann seht ihr, die hat Reifen drunter. Und das ist die Executive Edition mit Unterwasserschiff und Sockel. So ist es. Da ist mein Kontrollmonitor, nur dass ihr euch nicht wundert. Wie ihr seht, ist der vorherige Bauschritt immer ausgegraut. Wirft keine Rätsel auf, alles in Ordnung, man kommt durch. Es sind Teile übrig, wegen des Umbaus auf diese Version. Und es sind zwei 1x5 Plates in Weiß übrig. Ich kann es nicht nachvollziehen, wo ich die vergessen habe. Ich würde auf den ersten Blick sagen, so hier oder so, aber diese Lücken sollen dort sein. Ich weiß es nicht, vielleicht... Das waren sie über. Ihr könnt mir von eurer Erfahrung berichten, wollte ich mich freuen. Falls ihr sie auch übrig habt, wäre ich beruhigt. Ansonsten muss ich mir einfach meinen Livestream nochmal durchschauen und parallel dazu eine Anleitung blättern, wo ich es vergessen habe. Ein anderes Teil habe ich nicht gefunden. Das kann sehr gut an mir liegen. Auch da werde ich den Livestream mal durchgucken. Beim Ausleeren der Tüten vom zweiten Bauschritt habe ich eine Baseplate 1x1 Trans Clear nicht gefunden. Ich meine, eine Baseplate, die ist nichts, die ist super dünn. In Trans Clear. Auf dem Tisch. Da kam ich mir vor wie der Designer
von der 75098 auf dem weißen Tisch. Was soll man tun? Vielleicht ist sie auf meinen Teppich gefallen, der, Obacht, so ein helles Sand hat. Ganz vergessen, da was drauf zu finden. Vielleicht ist aber auch dieses Teil in, ich meine, 960 Teile. Das sind die Tüten. Das sind zu viele Tüten, das möchte ich damit sagen, für 960 Teile. Vielleicht ist es auch irgendwo hier drin noch. Ich habe es versucht, ich habe es im Stream schon gecheckt, ich habe versucht, es danach nochmal zu checken. Ich weiß es nicht, ich finde das Teil nicht. Ich habe es jetzt in der Vorstellung hier nicht drin. Ich werde euch zeigen, wo es hingehört. Ist kein Verlust, aber vielleicht fehlt es bei euch auch. Sagt mir Bescheid. Ansonsten gebt bitte Acht beim Ausleeren der kleinen Tüten vom zweiten Bauschritt, dass ihr zwei durchsichtige Teile seht. Eine 1x1 Plate Modified und eine 1x1 Baseplate. Ganz wichtig. So, genug gesagt. Dazu haben wir hier noch eine Kordel. Diese Kordel soll hier vorne festgeknotet werden, hier festgeknotet werden, hier festgeknotet werden, hier festgeknotet werden. Das ist eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Ich mach's nicht. Das ist aber die Kordel, es sei erwähnt, die ist natürlich dabei gewesen. Es wird wunderschön, wenn es fertig ist. Und zieht sich dann hier entlang. Ja, ihr seht's. Aber nicht bei mir. So, genug geschwafelt. Jetzt geht's ums Modell. Wir messen's aus. Das sind die wichtigen Dinge. 64 cm hat uns die Box versprochen. Ich würde sagen, es kommt jetzt darauf an, wie wir hier mit diesem Fähnchen umgehen. Aber das kann ich grob bestätigen. Wenn ich das Fähnchen noch ein bisschen kippe, ein bisschen rausziehe, ja, kriegen wir hin. In der Breite, das Moppelchen hat mit Sockel dazu so knapp 8 cm. Mit Sockel. In der Höhe sind wir, je nachdem, was wir hier so machen, bei 18 cm Schornstein, 15 cm Deck, 10 bis 11 cm. Quietsch! Ist super stabil. Das ist mal wieder ein Meinungsverstärker. Ja? In jeglicher Auseinandersetzung intellektueller Art sehr zu bevorzugen. Was ihr hier klappern hört, sind hier vorne die Anker, die natürlich nicht aufgedruckt sind oder sonst was Aufkleber, sondern die sind gebaut. Da hatte ja Kobi mal anfangs noch das Thema bei den alten Schiffen. Aber das, da sind wir natürlich längst von weg. Kobi verbessert sich laufend. Leider aber auch die Preisgestaltung geht in die gleiche Richtung. Also wird teurer, wird, weiß ich nicht, in irgendeiner Form höherklassig. Leider nicht besser. Ich würde mich da ein bisschen wünschen. Aber ich möchte als positives Beispiel immer wieder zum Beispiel den Leopard 2 reinhauen. Der extrem aufwendig bedruckt ist für 40 Euro. Ich verstehe es nicht. Es kommt aus dem gleichen Haus. Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber jetzt gehen wir mal auf die Sachen ein. Also wir haben hier diesen Sockel, den nehme ich jetzt mal ab. Das kennt ihr. Das ist das ganz normale Ding. Natürlich bedruckt, sehr schön bedruckt. Große Fliesen drauf mit ganz vielen Fingerabdrücken von mir, weil ich gestern patschig nebenher Chocolate Chips gegessen habe und das Ding gebaut habe. Sollte man auf keinen Fall tun. Massiver Sockel. Großartig. Das hier sind auch diese gesamten Baseplates da unten drunter, die immer bauen. Das sind schöne Teile. Die sind sehr wichtig. Ich würde mich sehr freuen, wenn andere Hersteller die auch ins Programm aufnehmen würden. Sind echt klasse Elemente. So, dann haben wir hier das Schiff. Einmal rundherum. Das ist der Boden. Diesen Boden bekommt ihr nur in dieser Edition. Das normale Schiff hört hier auf. Genau das ist die Kante, hier, wo mein Finger gerade ist. Die Oberkante von meinem Finger, das ist die Kante. Das hier, das ganze Ding würde fehlen. Ihr bekommt dann das hier und ihr bekommt hier ein paar Plates. Das hier wäre die Kante. Und ihr könnt es, wie gesagt, in meinem Live-Video euch angucken. Da habe ich es ja ohne und also am Anfang, man baut sie bis Bauschritt 145, baut man die Standard-Edition. Dann nimmt man wieder was ab und dann baut man die Executive Edition draus. Ja, nur die hat dann auch die Propeller. Die hat dann auch das größere Ruder, diese Variante. Und jetzt kommen wir zu meinem Hauptthema. Hat diese Form, das große Formteil hier unten, das obere Bugteil hier ist auch schon bei der normalen Edition dabei. Und ich liebe Kobi-Schiffe für den aufwendigen Bau. Das hier mag ich an Kobi-Schiffen. Wie das hier sich verjüngt. Mit unterschiedlichen Slopes, die es nur bei Kobi gibt. Das gefällt mir. Das ist das Coole. Schaut euch mal mein Video von der Titanic an. Von der großen. Von der 1918er. Das finde ich cool. Das macht für mich ganz viel aus von der Faszination, ein Kobi-Schiff zu bauen. Extrem stabil. Dann diese Bracket-Varianten an der Seite, die Brick Modified und dann werden die Seitenwände draufgesetzt und mit coolen Verschachtelungen und mit verschiedenen Winkeln. Das ist alles sehr aufregend. Ich finde das alles klasse. Und dann machen die das. Klar ist das näher am Original
Brauche ich drüber reden, das ist, nee, aber ich baue was aus Steinen. Ich brauche es nicht 100% original. Ich möchte die Faszination haben, dass es aus den normalen Steinen von Kobi mir die Illusion vermittelt, dass ich so ein Teil gebaut hätte. Was natürlich nur auf die Entfernung geht. Wenn man da dran geht, sieht man die ganzen Kanten natürlich. Das ist mir zu viel. Gefällt mir nicht. Nö. Wir brauchen nicht drüber reden, dass der Print hier großartig ist. Ja, der ist auch toll. Das ist alles ein Print hier. Ja? Da unten auch die Fensterchen. Die Fensterchen, das sind seitlich bedruckte große Plates. Alle dabei. Alle schön. Alle super. Haben sie toll gemacht. Die Fähnchen sind bedruckt. Und hier ist auch bedruckt. Hier über einen Curved Slope gedruckt. Das A ist in der Mitte geteilt. Der Print. Auf zwei Elemente. So sieht es aus, wenn man das macht. Das ist halt einfach nur Angeberei von Kobi. Dass sie das können. Und die anderen können es nicht. Ganz offensichtlich nicht. Ganz perfekt ist aber Kobi auch nicht beim Print. Wo war's? Ich find's. Gebt mir eine Sekunde. Bin ich jetzt doof? Keine Antwort nötig. Ich hatte es gestern beim Bau gefunden. Wo ist es? Hier. Seht ihr da die Fenster, die letzten? Die sind zu niedrig. Das ist schön. Hier sackt es ein bisschen ab. Ja. Also, ein Print auch nicht perfekt. Der Rest großartig. Aber sei erwähnt, könnt ihr mal sagen, auch wie es bei euch aussieht. Ob bei euch auch diese eine Fensterreihe runtergeht. Ob das ein Dauerthema ist oder ob ich einfach Pech hatte, falsche Platte erwischt habe. Genau, jetzt wollte ich euch noch zeigen, hier hinten, hier seht ihr das? Da ist dieses durchsichtige Teil drunter. Das ist der kleine Haken, an dem die Kordel festgemacht wird. Und unten drunter kann man durchgucken aktuell. Da kommt diese 1x1 Baseplate Transclear drunter, damit man nicht mehr drunter durchgucken kann. Die habe ich nicht gefunden. Entweder fehlte sie oder sie ist in dem Tütenwust untergegangen. Ich weiß es nicht. Ja. Das sind die Schornsteine, die sind ja so draufgesetzt, runtergeklappt, damit sie den entsprechenden Sturz bekommen. Und, Verzeihung, ich mag das hier auch. Also ich finde, das ist so schön, ist so schön gestaltet. Das sieht gut aus, das Ding, keine Frage. Ich hätte einen irrsinnigen Spaß gehabt, wenn das hier nicht gewesen wäre. Ich finde es wirklich schade. Ich hoffe, habe ich auch im Livestream gesagt, dass das hier in irgendeiner Form nötig oder sinnvoll wurde für Kobi, da sie jetzt überlegen, ganz viele Boote rauszubringen, auch für Kinder, das ist ja nichts für Kinder zum Spielen, die dann auch schwimmen können und so weiter. Da hat Lego ja auch bei City diese großen Rumpfteile. Das ergibt für mich dann irgendwann alles Sinn. Und dann sage ich, okay, und jetzt kommen hoffentlich ganz viele Piratenschiffe und solche Geschichten und dann haben wir Spaß dran. Und dann lasse ich es mir einreden irgendwie und dann finde ich es immer noch schade, dass sie es hier genutzt haben, aber okay, die Form ist da. Wenn es jetzt nur hierfür rausgekommen ist, dann denke ich mir, was soll der Käse? Was soll das? Ich weiß es nicht. Ich finde es schade. Ich finde das hier viel anspruchsvoller und cooler. Hat viel mehr Liebe zum Detail als hier vorne der Klotz. Richtig. Und ich zeige euch jetzt nochmal kurz, damit wir drüber gesprochen haben. Bauschritt 145. So. Normalerweise, hier sind die Räderchen, steht diese Titanic in der normalen Edition auf diesen beiden Rädern. Das brauche ich ja gar nicht. Und dann baut man den neuen Teil. Und, kleine Sekunde. Jetzt nimmt man den Rest dann ab. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade, aber wir kriegen es hin. So, und dann kommt das hier. Und hier seht ihr, nehmt ihr diese Ränder ab, ihr nehmt die Räder ab, ihr nehmt das Ruder hinten ab und dann setzt ihr komplett dieses große, separat gebaute, im Bauschritt 3 verbuddelte Element einfach im Block unten an. Ja. Und dann habt ihr das Unterwasserschiff. Ich meine, ja, nee, also ich will das nicht auf Räderchen stellen. Ja, und dann haben wir eine Titanic. Und ich finde, sie sieht schon cool aus, wenn sie hier auf dem Sockel steht. Mal kurz gucken, dass wir das gescheit unterbringen. Es ist, wie gesagt, schön stabil, alles in Ordnung. Aber
Sagt mir gerne mal, was ihr von dem Buch hier haltet. Ob ihr sagt, nee, bist ein alter Mann, kein Schwätzer, hast keine Ahnung. Das sieht total gut aus, weil das steht eh nur da und man braucht diesen spitzen Winkel und das ist toll und super. Oder findet ihr das ein Fremdkörper da vorne dran? Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Wie ihr das seht. Genau, und dann haben wir gestern noch hier den kleinen Horch gebaut. Map, map. Da mache ich aber mal ein separates Video. Ich habe ja auch noch den Abarth. Ich besorge noch irgendwie zwei, drei kleine Autos. Dann gucken wir uns mal kleine Autochen von Kobi an. Ich war nur gestern zu schnell damit fertig. Und der Livestream ging noch und wir hatten noch irgendwie eine gute halbe Stunde. Da habe ich gesagt, komm, wir bauen den Horch auch noch zusammen. Oder? Richtig. Ist jetzt auch neu dazugekommen und ich mag das Auto sehr, deswegen habe ich gesagt, den baue ich mal und zeige ihn euch. Aber das ist jetzt das, was ich zur Titanic zu sagen habe. Großartige, große Fliesen hier drauf. Ich mag diese großen 2x10 Fliesen und so weiter. Die machen mir richtig viel Freude. Die Prints waren toll, die Qualität war gut, es war alles in Ordnung. Nur ein bisschen schade mit den Tüten und vor allem mit dem Bugteil. Ich bin da nicht drüber hinweggekommen. Ich habe es auch im Stream 23 mal gesagt, dass ich das sehr, sehr bedauere, dass diese Elemente dabei sind. Wir hoffen auf weitere tolle Schiffe. Prinz Eugen habe ich auch da. Denke ich, werde ich auch auf jeden Fall noch bauen. Und dann schaue ich mal. Ich hoffe ja weiter auch auf Flugzeuge. Viele zivile Flugzeuge habe ich echt Spaß dran. So, das ist es. Das ist der kleine Einblick über die Titanic. Für alle die, denen das 1 Meter Riesending 1916 oder 1918 zu groß war, ist hier jetzt mal eine kleine Möglichkeit, in die Titanic einzusteigen. Spoiler, falls ihr den Film anguckt, die geht unter. Aber das macht nichts. Ist trotzdem ein sehr... sehr sympathisches kleines Schiffchen, würde ich sagen, oder? Richtig. Ich wünsche euch eine großartige Woche. Habt nette Leute um euch, das ist ganz wichtig. Und bis bald.